Zero Project Unternehmensdialog macht diesmal im Redoutensaal der Stadt Linz Station. Mit Best-Practice-Beispielen der Firma Leeds GmbH, der Naturparkstube Hoheneder oder Moltolutsche. Die oberösterreichische Landespolitik hat die Schirmherrschaft übernommen. Ich denke, dass Menschen mit Behinderung genau denselben Anspruch in ihrem Leben haben wie wir alle. Wir möchten einen Job haben, der uns Spaß macht, wo wir selbst unser Geld verdienen können. In Oberösterreich haben wir 98.000 Unternehmerinnen und Unternehmer. Die beschäftigen sich intensiv mit der Frage, wo bekomme ich meine Fachkräfte für die Zukunft her? Hier haben die Unternehmen wirklich eine große Chance, Menschen zu integrieren. Es macht volkswirtschaftlich Sinn, weil es 14-mal günstiger ist, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, als sie im Sozialsystem zu haben. Es macht betriebswirtschaftlich Sinn, weil 15% der Bevölkerung eine Behinderung haben und auf dieses Potenzial kann ein Unternehmen nicht verzichten. Es macht personalwirtschaftlich Sinn, weil es verändert viele Unternehmen zum Positiven. Und es macht rechtlich Sinn, weil Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat und die verpflichtet Österreich, Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu geben. Wenn man von Inklusion redet, dann müsste das bedeuten, dass es nur eine Zuständigkeit gibt für Menschen, die Arbeit suchen. Nicht drei Stellen wie das Sozialministerium, Service, das AMS und die Länder. Man braucht nicht mutig sein, um Menschen mit Beeinträchtigungen zu beschäftigen. Man muss eine Offenheit mitbringen und man wird merken, es geht einfacher, als man sich denkt. Das beste Beispiel ist unsere Julia, die vor mehr als 3 Jahren zu mir kam im Bewerbungsgespräch und mich auf den Prüfstand gestellt hat, indem sie mir ihren Arm ohne eine Hand entgegengestreckt hat. 3 Jahre später macht Julia die Lehrabschlussprüfung mit gutem Erfolg und hat den Sales Championship geschafft, unter die letzten 10 Finalisten zu kommen. Ich denke, das ist der inspirierendste Weg, den ein junger Mensch bei uns gehen kann. Wir arbeiten nach dem 3-Säulen-Modell. Wir haben Arbeit, die Caritas in ihren Werkstätten bearbeiten können. Dann kommen Betreuer mit den Jugendlichen direkt in die Firmen. Und aus diesen Gruppen finden sich immer wieder Jugendliche, die dann bei uns ein fixes Dienstverhältnis beginnen. Ich habe heute das Zentrum für berufliche Zukunftsplanung vorgestellt. Es ist ein Informations- und Beratungsangebot für Menschen mit Beeinträchtigung, dass sie dabei unterstützt werden, ein Angebot in der integrativen Beschäftigung zu finden. Unser Beitrag ist, der Firma und den Menschen, die wir begleiten, zu helfen, Barrieren abzubauen. Ich fand das sehr spannend, sich auch einfach mal die Perspektiven auch anzuschauen von anderen Unternehmen, die da auch schon Erfahrungswerte haben. Es macht schon Mut auch, mal zu versuchen. Es werden die Chancen teilweise erkannt, es werden Barrieren weggeräumt. Wir sind noch nicht so weit, wie andere Staaten sind, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. In der Wirtschaft, im Unternehmertum ist im Endeffekt wie im Spitzensport. Man muss sich ein Ziel setzen, man muss sich Maßnahmen ausdenken, die man dann auch macht und man muss dranbleiben. Man darf nicht aufgeben, wenn die ersten Hindernisse kommen. Es gibt verschiedene Ansätze, man muss diese Ansätze zusammenbringen. Das, was alle eint, ist der Wunsch, dass wir in Österreich endlich zu einer Pioniernation werden, wenn es um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung geht. Ich möchte insbesondere auch Menschen mit Beeinträchtigung ermutigen, sich auch an unsere Beratungsstelle, das Zentrum für berufliche Zukunftsplanung, zu wenden, das auch aktiv anzugehen und damit das soziale Umfeld oder ihr generelles Leben zu bereichern.